Die Geschichte hinter dem Kilt der Dudelsackschule.de. In den nebelverhangenen schottischen Highlands, wo die Winde die alten Legenden flüsterten und die Geschichten der Clans in den Schatten der Berge ruhten, gab es eine renommierte Dudelsackschule. Diese Schule, die sich in einem alten, ehrwürdigen Schloss befand, war berühmt für ihre Traditionen, ihre hohen Ansprüche und die Leidenschaft ihrer Lehrer und Schüler für die Dudelsackmusik. Eines Tages geschah etwas Außergewöhnliches. Es war ein regnerischer Herbsttag und der Wind pfiff um die Berggipfel. Als die Schulglocke zur ersten Stunde läutete, versammelten sich die Schülerinnen und Schüler im großen Saal des Schlosses. Hier waren die Wände mit den Wappen der alten Clans geschmückt und der Klang der Dudelsäcke schwebte durch die Luft. An der Stirnseite des Saals flackerte ein wärmendes Feuer im Kamin. Die Schüler bemerkten sofort den besonderen schottischen Kilt, den der Schulleiter Professor MacLeod an diesem Tag trug. Dieser Kilt war ein wahres Meisterwerk aus braunem, grünem und anthrazitfarbenem Stoff, verziert mit goldenen Fäden sowie roten und orangefarbenen Streifen. Meine lieben Schüler, begann Professor MacLeod, heute ist ein besonderer Tag. Dieser Tartan, den ich trage, ist ein Erbstück, das seit Generationen an unsere Schüler weitergegeben wird. Jeder, der sich als würdig erweist, die Geheimnisse unserer alten Dudelsack-Tradition zu bewahren, darf einen solchen Kilt mit Stolz tragen. Die Schüler sahen sich gespannt an. Der Kilt war atemberaubend und hatte eine geheimnisvolle, fast mystische Ausstrahlung. Doch was mussten sie tun, um sich seiner würdig zu erweisen? Professor MacLeod erklärte den Schülerinnen und Schülern die Aufgabe. Sie sollten in den nächsten Wochen eine besondere Melodie komponieren, die die Farben des Kilts widerspiegelte. Diese Melodie sollte die Seele Schottlands einfangen und sie mit den Klängen der Dudelsäcke zum Leben erwecken. Die Schüler stürzten sich mit Eifer in ihre Aufgabe. Tage und Nächte verbrachten sie damit, Melodien zu komponieren und auf ihren Practice-Chandern und Dudelsäcken zu üben. Die Farben des Kilts wurden zu ihrer Inspiration. Das Braun erinnerte sie an die Erde, auf der sie standen, fest und unerschütterlich. Das Grün erinnerte sie an die saftigen Wiesen und Wälder ihrer schottischen Heimat. Das Anthrazit symbolisierte die raue Schönheit der Berge, von denen sie umgeben waren, stolz und unvergänglich. Das Gold stand für den Glanz der Sonne, der sich über die Landschaft ergoss, und die roten und orangefarbenen Streifen erinnerten sie an das Feuer des Lebens, das sie in ihren Herzen trugen. Die Wochen vergingen und die Schüler bereiteten sich auf den großen Tag vor, an dem sie ihre Melodien vor Professor MacLeod und einer Jury aus alten Dudelsackmeistern präsentieren würden. Die Spannung in der Luft war greifbar, als die Schüler ihre Dudelsäcke stimmten und sich bereit machten, ihre Kompositionen zu spielen. Als erstes trat Flora hervor. Ihr Stück war zart und melancholisch, wie der sanfte Hauch eines Sommerwindes über den Hügeln. Die Farben des Kilts schienen in den Tönen ihres Dudelsacks aufzuleben und die Zuhörer konnten förmlich die Landschaft vor ihren Augen sehen. Dann folgte Patrick. Seine Melodie war kraftvoll und majestätisch, wie der Aufgang der Sonne über den Berggipfeln. Er spielte leidenschaftlich und stolz, und die Jury nickte beeindruckt. Schließlich kam Willi an die Reihe. Sein Stück begann langsam und entwickelte sich dann zu einem wilden, mitreißenden Rhythmus, der die Lebendigkeit und Energie der schottischen Clans widerspiegelte. Als er seinen Dudelsack zum Schweigen brachte, war die Stille im Raum geradezu unheimlich. Die Jury zog sich zu ihren Beratungen zurück und diskutierte leidenschaftlich über die beeindruckenden Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Nach einiger Zeit traten die Dudelsackmeister wieder vor die Schüler und Professor MacLeod verkündete: Flora, Patrick und Willi, ihr alle habt die Seele Schottlands in euren Melodien eingefangen. Jeder von euch hat sich auf seine eigene Art und Weise als würdig erwiesen, den besonderen Kilt unserer Schule tragen zu dürfen. Möge dieser Kilt euch auf eurem Weg begleiten und euch helfen, die Tradition unserer Schule weiterzutragen. Die Schüler fühlten sich geehrt und bewegt, als sie die Worte des Schulleiters hörten. Sie wussten, dass sie eine große Verantwortung trugen, die Tradition der Dudelsackschule zu bewahren und die Geschichte der schottischen Klänge in ihrem täglichen Spiel lebendig zu halten. In den folgenden Jahren wurden die Schüler der Dudelsackschule berühmte Dudelsackspieler und Komponisten. Ihr Kilt begleitete sie auf ihren Reisen um die Welt und überall, wo sie spielten, wurde ihre Musik als magisch und mitreißend gepriesen.
Die Farben des Kilts wurden zu einem Symbol für die tiefe Verbundenheit der schottischen Musik und ihrer reichen Geschichte. Und so blieb die Geschichte von Leidenschaft, Tradition und dem unvergänglichen Erbe der alten Schule erhalten und lebt heute in der dudelsackschule.de weiter. Die Farben Braun, Grün, Anthrazit, Gold, Rot und Orange erzählen weiterhin die Geschichte Schottlands in allen Tönen, die unsere Schüler spielen und in jedem Herzschlag derjenigen, die diese Musik lieben und leben. Auch heute ist es noch die Aufgabe unserer Schülerinnen und Schüler, die Farben des Kilts in einer selbstkomponierten Melodie zum Ausdruck zu bringen, um ein Zertifikat und damit die Berechtigung zum Tragen eines Kilts der Dudelsackschule zu erlangen. Wenn du einen Kilt der dudelsackschule.de tragen möchtest, dann sprich uns einfach an und wir beantworten alle deine Fragen.